In diesem Video geht es um die Benutzung der BigBlueButton-Instanz der TU Berlin. BigBlueButton ist eine Videokonferenzsoftware, die speziell für die Durchführung von Lehrveranstaltungen konzipiert wurde. Auf der Webseite www.innocampus.tu-berlin.de kann ich mich mit meinen Nutzerdaten anmelden. Um einen neuen Konferenzraum zu erstellen, klicke ich auf Einen neuen Raum erstellen. Ich gebe dem Raum einen Namen. Hier können noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden. Hier kann ich einstellen, ob die Teilnehmenden beim Betreten des Raumes stumm geschaltet werden sollen. An dieser Stelle stelle ich ein, ob alle Teilnehmenden die Videokonferenz einfach betreten können oder ob ich erst jeden Teilnehmenden freischalten möchte. Hier kann ich einstellen, ob nur ich die Videokonferenz starten kann oder ob jede Person die Videokonferenz starten kann. Als nächstes kann ich einstellen, ob alle Teilnehmenden Moderatorinnenrechte haben. Die letzte Schaltfläche sorgt dafür, dass die Konferenz sofort gestartet wird, wenn ich auf Raum erstellen klicke. Diese Einstellungen für diesen Raum kann ich auch im Nachhinein ändern, indem ich auf diese Schaltfläche gehe und auf Raumeinstellungen klicke. Klicke ich auf den Raum, wird hier der Name des Raums angezeigt und ich kann hier die URL des Raums kopieren und beispielsweise per E-Mail oder Messenger mit anderen teilen. Nun kann ich über diesen Button die Videokonferenz starten oder ich verwende ebenfalls den Link. BigBlueButton wird im Browser betrieben. Es ist nicht notwendig, zusätzliche Software zu installieren. Als erstes muss ich entscheiden, ob ich der Konferenz mit Mikrofon beitreten oder lediglich zuhören möchte. Wähle ich mit Mikrofon teilnehmen, fragt mich mein Browser, ob ich den Zugriff auf mein Mikrofon zulasse oder nicht. Außerdem kann ich an der Stelle, sofern mehrere Mikrofone an meinem Rechner verbunden sind, auswählen, welches davon ich in der Konferenz benutzen möchte. Anschließend folgt der Echo-Test. Höre ich mein eigenes Echo, wird mein Ton übertragen und ich drücke auf Ja. Drücke ich auf Nein, öffnen sich die Audioeinstellungen und ich kann hier das verwendete Mikrofon und die verwendeten Lautsprecher einstellen. Mit dieser Schaltfläche kann ich einen Testton abspielen, um zu überprüfen, ob meine Lautsprecher bzw. Kopfhörer funktionieren. Nun drücke ich auf Erneut versuchen und kann den Echo-Test ein weiteres Mal durchführen. Nachdem der Ton getestet wurde, kann nun die Kamera getestet werden. Dafür wird die Kamera unter Webcam freigeben gewählt und das Bild ist zu sehen. Auch hier kann ich einige Einstellungen vornehmen. Ich kann zunächst die Kamera auswählen, welches verwendet werden soll, kann die Bildqualität auswählen und einen virtuellen Hintergrund auswählen. Wie bei fast allen Videokonferenzen finde ich hier die Möglichkeit, mein Mikrofon zu aktivieren und zu deaktivieren. Daneben finde ich den Button, um die Kamera anzuschalten. Hier ist die Schaltfläche, meinen Bildschirm freizugeben. Mit dieser Schaltfläche kann ich den Ton abschalten. Über diesen kleinen Pfeil kann ich die Audioeinstellungen ändern. Ich kann hier also ebenfalls noch einmal einstellen, welches Mikrofon, welchen Lautsprecher oder welche Kopfhörer BigBlueButton verwenden soll. Im Gegensatz zu anderen Videokonferenzsystemen ist bei BigBlueButton eine Standardpräsentation voreingestellt. Hier werden einige Schaltflächen kurz erklärt. Unten kann ich mit den Pfeilen die einzelnen Folien durchschalten. In dieser voreingestellten Präsentation dienen die weiteren Folien als Whiteboard bzw. Tafel und können mit den Funktionstasten rechts beschrieben werden. Sollte ich die Präsentationsfläche nicht benötigen, kann ich sie über diese Schaltfläche minimieren, um die Teilnehmenden besser sehen zu können. Klicke ich rechts auf die Werkzeugleiste, erscheinen verschiedene Funktionen, beispielsweise das Textfeld. Hiermit kann ich direkt Text auf die Folie schreiben. Diesen können alle Teilnehmenden sehen. Der Text bleibt zudem gespeichert. Hier finde ich eine Stiftfunktion, die hilft mir, das Dokument zu zeichnen, zu markieren oder handschriftlich zu schreiben. Über die Rückwärtstaste kann ich die einzelnen Änderungen wieder rückgängig machen. Möchte ich alle Markierungen bzw. Einträge auf der aktuellen Folie löschen, drücke ich auf den Papierkorb. In der Werkzeugleiste gibt es ebenfalls noch ein paar geometrische Figuren. Ich kann hier die Textgröße bzw. Breite des Stiftes ändern. Hier kann die Farbe angepasst werden. Wenn ich näher herangezoomt habe, kann ich mit Hilfe der Hand die Fläche verschieben. Im Werkzeugtool gibt es auch den Mehrbenutzermodus, was sehr interessant ist. Diese Funktion erlaubt allen Teilnehmenden ebenfalls beispielsweise Markierungen in der Präsentation vorzunehmen. Wenn ich als Moderatorin diese Funktion nicht mehr nutzen möchte, klicke ich erneut auf den Mehrbenutzermodus und diese Funktion wird beendet. Möchte ich eine eigene Präsentation starten, klicke ich hier auf das Plus bzw. den Aktionsbutton und wähle Präsentation hochladen.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in welches entweder die Datei für die Präsentation per Mausklick hineingezogen werden oder aber die gewünschte Datei in den Ordnern gesucht werden kann. Ich ziehe beispielhaft eine Präsentation in das Fenster und drücke anschließend auf Hochladen. Das Hochladen und Konvertieren kann einen Moment dauern. Es können Präsentationen in Formaten von MS PowerPoint, aber auch offene Formate wie beispielsweise UDP oder auch das PDF-Format verwendet werden. Anschließend lande ich in der Präsentationsansicht. Ich kann nun ganz einfach durch die Folien klicken und die Teilnehmenden sehen die aktuelle Folie meiner Präsentation. Im Aktionsmenü kann nach dem Beenden der Präsentation wieder zur ursprünglich angezeigten Präsentation zurückgewechselt werden. Die zuvor erläuterte Werkzeugleiste kann auch bei eigenen Präsentationen verwendet werden. Das Aktionsmenü verfügt noch über weitere Schaltflächen. Hier können Sie einen Teilnehmenden per Zufall auswählen lassen. Über diesen Button können Videos geteilt werden. Hier können auch Umfragen und Quizze durchgeführt werden. Klicke ich auf Umfrage starten, werden mir als Moderatorin Auswahlmöglichkeiten für die Umfrage gezeigt. Bei den Auswahlmöglichkeiten können Fragen optional schriftlich gestellt werden oder ich als Moderatorin oder Lehrende stelle in einer Online-Lehrveranstaltung verbal die Frage, ob zum Beispiel alle Teilnehmenden oder Lernenden die Aufgabe oder den Lösungsweg verstanden haben. Die Lernenden können dann auf Ja oder Nein klicken. Ich starte die Umfrage. Hier unten werden die Teilnehmenden angezeigt. Oberhalb kann ich die ausgewählten Antworten live sehen. Und für den Teilnehmenden sieht es folgendermaßen aus. Ihm werden hier unten die Antworten, die von mir als Moderatorin zur Auswahl gestellt wurden, angezeigt. Davon wählt der Teilnehmende eine aus und klickt. Ich als Moderatorin kann nun die Umfrageergebnisse veröffentlichen, damit die Teilnehmenden diese sehen und vergleichen können. Möchte ich aber eine benutzerdefinierte Umfrage starten, also eine mit ausführlichen Beschreibungen, dann klicke ich auf das untere Feature. Hier kann ich nun die Auswahlmöglichkeiten benennen. Das heißt, ich kann beispielsweise als Auswahlmöglichkeiten geben, ich habe den Lösungsweg, die Aufgabe gut verstanden, teilweise verstanden oder gar nicht verstanden. Diese Schaltfläche ermöglicht es den Teilnehmenden, sich zu melden. Wenn sich jemand meldet, wird es über eine kurze Einblendung angezeigt. Auch in der Teilnehmerliste wird angezeigt, wenn sich jemand meldet. Jeder Teilnehmende kann die Hand über dieselbe Schaltfläche wieder senken. Moderatoren können über die Teilnehmerliste auch die Hände der anderen Teilnehmenden wieder senken. Schauen wir uns nun noch die linke Seite an. Auf der linken Seite befindet sich die Chat-Funktion. Eine tolle und sehr nützliche Funktion ist die geteilte Notizenfunktion. Hier können alle Teilnehmenden gemeinsam in einem Dokument arbeiten und ihre Beiträge bzw. Ergebnisse sammeln und über die Speicherfunktion sichern. Darunter befindet sich die Teilnehmerliste. Hier können die Rechte der einzelnen Teilnehmenden verwaltet werden. Diese ermöglicht mir, einzelnen Teilnehmenden die Berechtigung zu geben, eine Präsentation zu starten oder eine Umfrage durchzuführen. Ich kann hier auch Teilnehmende zu Moderatoren ernennen. Außerdem kann ich hier auch Teilnehmende aus der Videokonferenz entfernen. In der Teilnehmerliste sieht man am blauen Symbol über dem Benutzer-Icon, wer gerade Präsentator ist und Präsentationen starten kann. Um einem anderen Teilnehmer die Präsentationsberechtigung zu geben, kann ich auf den Namen des Teilnehmenden klicken und auf Zum Präsentator machen auswählen. Jetzt hat der Teilnehmende das blaue Symbol an seinem Namen und kann seine Präsentation starten. Als Teilnehmender sieht das dann folgendermaßen aus. Er kann über den nun angezeigten und auswählbaren Aktionsbutton, der zuvor nicht angezeigt war, eine Präsentation oder Umfrage starten. Hat eine Person Moderatorenrechte, kann sie sich selbst zum Präsentator machen. Dies geht über das Aktionsmenü oder über die Teilnehmerliste. Hier gibt es dann jeweils die Schaltfläche zum Präsentator werden. Vor den Namen der Teilnehmenden ist jeweils ein Symbol. Moderatoren haben ein rechteckiges Symbol. Die Teilnehmenden haben runde Symbole. Es lässt sich ebenfalls erkennen, wer mit Mikrofon teilnimmt und ob das Mikrofon oder die Webcam aktiviert ist. Big Blue Button bietet über die Teilnehmerliste noch ein paar weitere Funktionen. Diese sieht man, wenn man in der Liste auf das Zahnrad klickt. Beispielsweise können alle Teilnehmenden in der Konferenz auf stumm geschaltet werden. Wenn Teilnehmende ihr Mikrofon versehentlich nicht wieder ausgeschaltet haben zum Beispiel. Wichtig dabei ist zu wissen, alle in der Konferenz werden stumm geschaltet. Das heißt, dass der Moderator sein eigenes Mikrofon im Anschluss wieder anschalten muss. Es gibt auch die Möglichkeit, alle stumm zu schalten, bis auf den aktuellen Präsentator.
Eine weitere Funktion ist die Erstellung einer Teilnehmerliste. Dafür gehe ich erneut auf das Zahnrad und wähle Teilnehmernamen Speichern. Daraufhin wird eine Anwesenheitsliste der Videokonferenz erstellt und abgespeichert. Eine wichtige Funktion ist die Möglichkeit, Teilnehmerrechte einzuschränken. Hier kann ich beispielsweise Aktivitäten, wie zum Beispiel die private Chatfunktion unter den Teilnehmenden, freigeben oder sperren. Auch kann ich Berechtigungen für die Teilnehmenden über die Bearbeitung von geteilten Notizen ändern. Ich kann ebenfalls einstellen, ob den Teilnehmenden die Webcam der anderen Teilnehmer angezeigt werden. Wenn ich diesen Button deaktiviere, werden den Teilnehmenden nur von den Personen das Kamerabild angezeigt, die Moderatorenrechte haben. Die Möglichkeit, Breakout-Räume zu erstellen, das heißt die Teilnehmenden in Gruppen Arbeitsräume einzuteilen, finden wir ebenfalls hier über das Zahnrad der Teilnehmerliste. Klicke ich auf die Schaltfläche Gruppenräume erstellen, öffnet sich folgende Ansicht. Hier kann ich die Anzahl der Gruppenräume sowie die Zeit für die Gruppenarbeit bestimmen. Die Teilnehmenden können entweder zufällig den Gruppen zugeordnet werden oder ich teile sie durch Ziehen mit der Maus den einzelnen Gruppen zu. Nachdem ich fertig mit den Einstellungen bin, drücke ich auf Erstellen. Beim Klicken auf Gruppenräume kann ich nun die einzelnen Gruppen sehen und eine Gruppe betreten, um beispielsweise die Gruppenaktivität in einem Raum zu sehen oder möglichst Fragen zu beantworten. Auf der Seite der Teilnehmenden sieht es dann wie folgt aus. Der Teilnehmende wird aufgefordert, dem zufällig oder wie hier fest zugeordneten Gruppenraum beizutreten. Dafür klickt er auf Raum betreten. Ich kann nun als Moderatorin, sobald die Teilnehmenden den einzelnen Gruppen beigetreten sind, die Teilnehmenden unter der Gruppenliste sehen und trotz der vorher festgelegten Gruppenarbeitszeit alle Gruppenräume vorzeitig beenden. Oben rechts kann ich Informationen über die Verbindungsqualität einsehen. Außerdem gibt es noch eine Schaltfläche für weitere Einstellungsmöglichkeiten, Tastenkombinationen, ein Link zur Hilfe und die Schaltfläche, um die Konferenz zu verlassen. Als Moderatorin wird mir hier ebenfalls eine Schaltfläche angezeigt, um die Konferenz für alle Teilnehmenden zu beenden.